Ja, und damit ein herzliches Willkommen beim Crispy Rider. Wie ihr vielleicht auf dem Navi bereits gesehen habt, haben wir heute sogar ein Ziel. Und zwar fahren wir heute Richtung Recklinghausen. Und da wollen wir noch mal gucken, was auf der Fahrt so alles Schönes passiert. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, meine neuen Handschuhe sind da. Bäm! Die sind einfach richtig schön orange. Ich habe im letzten Video gar nicht gezeigt, für welche ich mir gekauft habe. Die waren das. Die haben ein bisschen auf sich warten lassen. Ich glaube, ich habe jetzt 10 Tage oder was auf die gewartet. Aber ich wollte ihn orange haben, weil... Ist zwar nicht genau der gleiche Orangeton, aber die passen halt einfach zu dem Lenker und zu dem Motorrad. Ich habe ja auch orangene Felgen da, wie man sieht. Die sind jetzt ein bisschen schmutzig, aber ja, deswegen wollte ich orangene Handschuhe haben. Und ich will auch noch meine Kombi ein bisschen in Orange haben. Die ist ja so, also das ist so warmer Gold. Ja, und da muss ich dann noch gucken, dass ich mir die Kombi dann noch in Orange schraube. Ich habe nur erstmal noch keine gesehen, die mir irgendwie zugesagt hat. Ja, wir haben heute auf jeden Fall Donnerstag, den 4.7. Und morgen spielt Deutschland gegen Spanien. Und ich gehe ganz stark davon aus, also ich könnte echt meinen Arsch darauf verwetten, dass Deutschland morgen rausfliegt. Ah, ich blende mal eben kurz den Kommentar ein. Die Person hier meinte vor echt langer Zeit schon, dass ich mal nach Kap-Lindfort kommen soll. Da habe ich gesagt, ja, mache ich im nächsten Video. Keine Sorge, ich habe das nicht vergessen. Falls du noch meine Videos guckst, ich habe das nicht vergessen. Ich komme auch noch nach Kap-Lindfort. Ich komme aber halt nicht mehr dazu. Ey, guck mal, da sind Motorradfahrer. Hallo. Hallo. Eigentlich könnte ich mal meinen Mesh anmachen, ne? Gucken, ob ich irgendwelche Randoms treffe. Komm, ich mache das mal. Ich habe ja meinen Sehner einmal an beim Fahren. Mesh Intercom einschalten. OP Mesh Kanal 1. Next Level Workwear. Jobwear. Da hab ich den Jobwear. Hier sind wir übrigens am Zentrum, meine lieben Damen und Herren. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich im Mesh bin. Ich denke mal, wenn gleich irgendwas kommt, dann erschrecke ich mich zu Tode, ey. Und nach links abbiegen! Wow! Oh. Oh mein Gott, ein Motor! Ey, der hat den Helm, den ich damals auch hatte. Den Econ Airflight. Echt ein schöner Helm. Aber ich wundere wirklich, dass ich noch keinen im Mesh getroffen habe. Weil normalerweise, also hier ist so eine Strecke, da fahren öfter mal Motorradfahrer lang, wie man hier sieht. Und eigentlich hätte ich gedacht, dass jetzt mindestens schon 2-3 Leute entgegengekommen wären. Aber anscheinend haben die alle was Besseres zu tun als Motorradfahren heute. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kinder gerade gegrüßt haben oder nicht. Ja, jetzt habe ich einfach mal wie so ein Opfer zurückgegrüßt. Wenn die nicht gegrüßt haben, wäre natürlich maximal belastend. Bäh. Aber egal, das passt schon so. 30 wegen Lärmschutz. Wow. Ich kurz im Dreieck, ehrlich. Komm, wer hat grün? Komm, wer hat grün? Ne, das schaffe ich nicht. Verdammt. Axt. Boah, meine Maschine ist auch wieder so warm. Ich habe wieder 103 Grad Luft, Wassertemperatur. Genau, 103 Grad Luft. 103 Grad Wassertemperatur, Junge, das ist so heiß. Sie kommen mit Waffen und mit Masken in mein Haus. Um 6 Uhr morgens, doch ich lache sie aus. 50.000 Teile transportiert im Bundesweg. Ich glaube, hier war ich auch schon mal. Also irgendwie sagt mir das hier was. Ich wüsste nur nicht, wann und wie und wieso. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ach, guck mal, ein Blitzer. Blitzer, Blitzer. Ping! Stehen hier geparkt, oder was? Was ist das eigentlich für eine Müllstraße, wenn hier zwei Spuren sind, aber durchgehend Autos da parken dürfen? Da macht ja überhaupt keinen Sinn. Dann soll ich doch lieber eine Spur komplett als Parkspur machen und eine Spur komplett als befahrbare Spur. Oder habe ich da irgendwas falsch gesehen, du? Bottrop ist aber auch einfach eine wilde Stadt, ne? Also ich war ja bisher echt selten und ich finde von den Straßen her und so sieht das komplett anders aus als Duisburg. Also das könnte ja auch Belgien sein oder was? Aber Belgien gibt es gar nicht, ne? Ja, gut. 50.000 Teile transportiert im Honda Civic. Das hast du sehr schön getan gesagt. Danke. Hallo. Hallo. Hat der Civic einen Laptop? Ja, natürlich. Sehr gut. Dann muss ja ein bisschen schneller sein, hat die. Ja. Alter, wer schreit da ins Dings rein? Hallo, hallo. Ja, hallo von Psycho. Hallo. Alter, fahr weiter, ey. Was ist denn ein Hörsturz? Kannst du laut sagen. Ach, seid ihr? Die hat heute. Ja, ja, die hat. Hallo. Die,
Die hat schon gefrühstückt heute. Hoffentlich hat der komisch geschmeckt. Hat doch gut geschmeckt, der Klo. Ja, guck mal, Leute, da habe ich gesagt, ey, kaum bist du ein bisschen unterwegs, siehst du Leute im Mesh. Dann das Beste. Oh mein Gott, da vorne ist wieder Polizei. Aber die kann ja gar nichts machelei. Polizei, Polizei. Und sie kann nichts machelei. Weil meine heute ein Städtetrip, ey. Von Duisburg gestartet, dann nach Oberhausen, dann Bottrop, jetzt Gladbeck. Irgendwann gleich Recklinghausen in 21 Kilometern. Crazy. Echt kurz überlege, ob ich mich jetzt an der Polizei vorbeischlänge, aber ich glaube, das lasse ich mal sein. Ich glaube, das ist eine doofe Idee. Ja, komm. Ich meine, das ist zwar eine krasse Karre, aber ich schlänge mich trotzdem mal vorbei. Boah, schönes Auto, ey. Geil. Da denkt er, der kann mich mit der Karre abziehen. Mann, Mann, Mann. Aber ich mache natürlich kein Straßenrennen. Bin ich ein netter Bürger. Ah, da ist schon ein bisschen Gas gegeben, der Kleine. Der Große. Boah, irgendwie tut der Helm heute auf meinem Kopf weh. Ah, guck mal, ein Blitzer. Deswegen fahren die alle 30. Boah, ist echt immer das Gleiche mit Deutschen, ne? Sobald die einen Blitzer sehen, machen die immer eine Vollbremsung und fahren rückwärts. Mal ein bisschen Luft hier in den Helm lassen. So, wo sind wir denn jetzt? Gelsenkirchen? Gelsenkirchen, jawohl. Harmonie. Ein Friseur, der Harmonie heißt. Warte, ein Schuppen, ey. Ey, da sind wir im Spiegel. Hallo. 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 Hier links. Aha. Ehe. Das ist so eine schöne Kurve und ich darf die jetzt mit 2 km/h nehmen. Oh ja, gut, hier ist direkt wieder eine Ampel. Ah, hier sind wir. Hier ist die 43. Wow. Oh mein Gott, da hat so viel. Wow. Ein GS-Fahrer, der gegrüßt hat. Crazy. Ja, ich würde sagen, da ich jetzt nur noch 4 Minuten brauche, bis ich an meiner Destiny angekommen bin, melde ich mich gleich wieder. Ich fahre nämlich gleich nochmal ein Stück Autobahn und will euch da auf jeden Fall nochmal ein bisschen mitnehmen. Dementsprechend, bis gleich. So, Freunde der Sonne, back at it again. Für euch eine Sekunde später, für mich knappe Stunde oder was? Anderthalb, irgendwie so. Wir sind uns jetzt auf dem direkten Weg zur A2. Wir haben jetzt, ja, muss ich einmal schauen. Wir haben jetzt 21 Uhr fast. Dementsprechend gehe ich mal ganz stark davon aus, dass die Autobahn frei sein wird. Und ihr wisst, was das heißt, ne? Da wird nicht nur 130 gefahren, da wird auch mal 135 gefahren. So, gib mal Gas, Daddy. So, hey. Oh, wir können durchladen, Freunde. Ist das geil, ey. Das ist aber wirklich so gottlos anstrengend. Crazy, ey. Ich will auf jeden Fall noch mal ein bisschen aus unteren Drehzahlen heraus beschleunigen, weil das macht richtig Laune, vor allem wenn man den richtigen Gang gewählt hat. Oh. Da vorne ist offen. Wollen wir noch mal gucken. Boah, Junge. So, meine lieben Damen und Herren, ich fahre jetzt mal wieder ein bisschen gemächlicher. Ich will jetzt nämlich auch gesund und munter zu Hause ankommen, auch wenn es richtig Laune war. Damit war es dann mit diesem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Es war jetzt ein bisschen ausgiebiger und länger als letztes Mal. Und schaut euch mal diesen wunderschönen Sonnenuntergang an. Perfekt passend zum Videoende.
Ich bedanke mich sehr, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Ich hoffe sehr, dass dir das Video gefallen hat. Wenn ja, kannst du gerne ein Like und ein Abo da lassen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du beim nächsten Video wieder einschaltest. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Crispy Rider. Tschüss! Boah, geistkrank schnell, ehrlich.